Cheerio, meine lieben Purzelbaumhausener. Purzelhausener, willkommen zurück zu Littlewood. So, erstmal muss ich mich entschuldigen für die ersten 9 Folgen. Meine Stimme war ziemlich leise, weil ich einfach unterschätzt habe, wie laut dieses Spiel ist. So, ich muss jetzt erstmal wieder reinfinden. Das ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Ich würde sagen, erstmal reden wir mit den Herrschaften. Guten Tag. Hallo. Ich weiß. Aber ich habe nicht unendlich Kram hier. Ja. Oh, da ist eine Quest da vorne. Das ist erstmal, was ich jetzt sehe. Ja, was meinst du, was ich mache? So, hey, Dorten. Bomper. Die Kuh hat nur Milch mir gegeben. Alles klar. Hi. Also ich muss halt sagen, wenn ich eine Lieblingsfrucht nehmen müsste, wäre es natürlich die Erdbeere. Hopp, hopp, hopp. Können wir die Milch aufhören? Obwohl die Milch können wir... Schei. Okay, er arbeitet an einer neuen Blaupause. Das ist ja schon mal ganz gut. How's the day tour? Ganz gut. Aua. Mir ist ein Meteorit auf den Kopf gefallen, Kleiner. So, wollen wir ein bisschen Geld abholen? Danke. So. Nee. Da, genau, ich wollte nicht da rein tun. Bubbly Dragon. Toll. Na komm, doneten wir mal ein paar Holzplanken. Dankeschön. So, guten Tag. Was haben wir denn hier? Oh, eine Dentikarpe brauchen wir ja. Nee. Hier muss ich nochmal was machen. Das ist ein bisschen Quatsch hier. So. Hallo Lilith. Ernsthaft. Also irgendwie kann ich das langsam nachempfinden, dass die dich nicht mehr bei sich haben wollten, Lilith. So böse das klingt. Soll ich nochmal Zaza Hallo sagen? Zaza. People out of my way. Mhm. Mr. Places. Ja, das haben wir schon gemerkt. Dass wir, wenn wir jemanden reinlaufen, dass wir die Plätze so gesehen tauschen. So. Haben wir denn derzeit eigentlich alles an Gebäude gebaut? Ich muss mal wieder ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Objects. Ja, haben wir. Dann würde ich mal sagen, dass wir. Wie ist Willow denn da gerade gelaufen? Dann sollen wir wieder ein bisschen losgehen. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn? Items? Ich guck mal kurz. Wir haben 16 Holz und 16 Steine. Also es ist relativ egal, wo wir jetzt gerade hingehen. Ich gehe aber nochmal nach Porta City de Luca. Porta de Luca. Ich sehe auch hier, ne? Bisschen gucken, was die hier so alles haben. Ist das der Aquamarin-Teppich? Nee. Moonlight Wallpaper. Okay. Oh, der hat einen Huhn da. Da. Hi. Ja, kaufe ich. Dankeschön. Oh, und da vorne ist Mel. Die müssen wir auch noch überreden, zu uns zu kommen. Hi. Hi. Oh, was ist das denn? Okay. Mhm. Gut, ja klar, kannst du mit Purzelhausen schon einen Shop haben. Hey. Okay, Mel ist pleite gegangen irgendwie, da wo sie jetzt zuletzt war. Was ist denn das hier? Das haben wir doch eigentlich, ne? Potato. Ich glaube, Mais haben wir noch nicht. Nehme ich mal mit. So, hi. Ich möchte gerne das Kevin. Guten Tag. Was ist denn mit ihm da oben? Können wir den eigentlich auch zu uns holen?
Mann, was ist denn los, ey? Voll Schrosch im Hals. Hi, Toad. Na, irgendwie glaube ich nicht, dass dein Helm helfen will. Die haben mich nicht gebissen. Die schmeißt mich raus. So, wir sammeln jetzt erstmal wieder ein bisschen Stein hier. Sei brav da oben. Den Dust lasse ich diesmal ein bisschen liegen. Die sind allgemein heute schneller, ne? Was aber auch ein bisschen traurig ist, eigentlich... Was ist das denn hier? Ah. Wir sollen ja so ein großer Held sein, den schwarzen Zauberer besiegt hat. Und wir lassen uns von so kleinen Viechern hier umnieten. Da vorne ist eine Schatztruhe. Da. Mit 30 Dewdrops. Ups. Ganz ehrlich, ich habe mich mal so ein bisschen auf YouTube umgeguckt, als die Videos hier eingestellt habe, also für Littlewood. Und ich habe gesehen, dass bisher kaum jemand was zu Littlewood gemacht hat. Ich meine, ja, okay, das mag nicht das ober-mega-krasse schon Ultraspiel zu sein. Aber das ist trotzdem vielseitig, finde ich, und es macht auch Spaß. War etwas überrascht, muss ich ehrlich gestehen sagen. So, sammle ich noch ein bisschen Staub? Ja, komm. Wird ja eh jetzt langsam dunkel. So ein bisschen schnell, glaube ich. Ein Cavern Ward, was? Oh. Dann returnen wir mal nach Hause. Aber ich habe nichts verkauft. Das geht noch nicht. Ich muss jetzt mal was verkaufen. I have to buy them. Geh mal beiseite. Dankeschön. Mal gucken, was wir denn verkaufen. Na komm. Ist zwar nur minimals das Geld, aber... Naja, naja. Oh, ich habe vergessen, meine Posten einzusehen. Level 10 in Cooking Room, that's really sweet. Cooking with me something. Eine Potato. Aber manches kann man ja komischerweise erst einpflanzen, sobald das... Warte mal, wieso... Irgendwann brauchte... War nicht Laura... Brauchte Laura nicht einen Daintree-Teppich? Moment. Nee, ein Dainty Carpet. Doch, Carpet. Ja, gut, dass man so gut Englisch kann. So. Floor. So. Richtig, jetzt brauchen wir noch ein Teacup-Bett. Woher auch wie man ein Teacup-Bett bekommen soll. So. Ich habe gerade rausgefunden, dass man mit der rechten Maus auch, dass da auch das Bildemonie machen kann. Das ist mein Haus, doch richtig. Das ist ein Nebenserie los. Und dann gehen wir mal schlafen. Bing, 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 bing. Oh, ich habe vergessen, Mels Haus zu bauen. Farmer's Day. Okay. Heute ist Farmer's Day. Warum auch immer. Guten Morgen, Willow. Dir auch. Check out your crops. They should be already for harvesting. You really like my brutal, I like when you build them. Ja, ja. Moment. Schande auf mein Haupt, ich habe vergessen. Mel's Haus und können wir sowieso nicht bauen, weil wir dafür perfekt Dings brauchen und noch andere Planks. Hey Mel! Ja, 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 ich weiß, sorry. Kommt noch, kommt noch. Level 25 Mining. Is there anything on the side? Okay. I don't tell you this enough, but you're almost as beautiful as me. Dankeschön, Babsi.
You're one cool hero, and I'm glad we're getting to know each other. Lilith macht mir Angst. Ja. Ich glaube, die gute Dame hat neben ihren magischen Defizit noch ein paar charakterliche. So. Guten Tag. Ihr auch. So, dann sammeln wir erstmal unser Geld ein. Hi, Ash. Sam auch mal für. Mhm. Ah, Accept Gift. Pebbles, okay. Oh, unsere ganze Dings sind hier fertig. Na gut, müssen wir heute wohl mal ein bisschen Crop hier abfarmen. Sehr schick. Na, da holt noch was los. Mach das. So. Ich würde gerne einen Baum noch bauen. Was weiß ich meine? So, Nature. Ja, mehr fehlt leider. Quack. So, hi. Dir ebenso. Hey, Laura. Dann wird es Zeit, dass wir mal zusammen losgehen, ne? Also, nochmal, wenn du ein Stubenhocker bist. Ich möchte eine Zwiebel essen. Ich habe keine Zwiebel. Okay, hier kann ich jetzt einkaufen. Habe ich eine Eggplant nicht schon? Ich will jetzt nicht Sachen kaufen, die ich schon habe, weißt du? Das bringt mir herzlich wenig. Eine Motato, die kann ich noch nicht. Salat haben wir auch schon, Karotten auch schon, was sonst? Guten Tag. Stimmt, haben wir von ihr nicht auch einen Komposthaufen oder so ein Kram? Müssen wir mal gleich mal gucken. Ich vergesse immer, dass hier der Zaun ist. Wir haben Farmer's Day. Den Komposthaufen würde ich nämlich dann gerne hier in der Nähe auch hinpacken, weil ist ja nun mal Natur und alles, ne? So, Nature. So bestimmt Nature. Quack, quack. Nichts. Okay, Floor. Pebbles. Objects. Zaun ist ja in Ordnung. Da ist der Kompostbin. Oh Gott, da brauche ich auch so viel wieder. Ich könnte mal ein bisschen Gemüse hier verkaufen, wisst ihr? Wir haben jetzt Karotten. Die bringen uns 8 Stück pro Ding, oder warum nicht? So. Und da wir Farmer's Day haben, können wir das ja alles schön. So. Ich würde sagen, wir packen mal das Ei und das Dings hier rein. Ich sehe da oben den Goblin. So. Machen wir das Ei auch mal mit dazu und natürlich hier so eine Slime Apple. Wenn man nicht, dass ich mal Kram machen können, die wir da drin haben. Was ist das hier? So, guten Tag. Ein Außenbett brauche ich. Ein Sandshare. Den Drescher. Den Drescher. Vor allem den Drescher, ne? So. Ah, ein bisschen Geld ausgegeben. Jetzt müssen wir so ein paar Sachen noch wieder gestalten. Erstmal brauchen wir Melanies Haus. Das ist jetzt, sollte jetzt erstmal Vorrang haben. Nee. Habe ich das verwechselt?
Das steht ja jetzt nur nach unten. So, so. Oh, ich glaube, mir fehlt Perfect Wood für das Haus. Moment. Ja, 4 Perfect Wood fehlt mir. Und mir fehlt komplett Fancy Break. Ja gut, das ist jetzt nicht das Problem hier. 1, 2, so. Haben wir 8 Fancy Break. Und dann fliegen wir jetzt noch einmal in den Wald, weil wir brauchen das Perfect Wood. Ich habe ein Acorn gefunden. So, Endless Forest. Um das Haus für Mel zu bauen. Hiya! So, dann mal go! Da unten ist einer. Sehr gut. Wow, Tilt-Säulen bekommen, das ist ja Wahnsinn. Nee, lass das. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt wieder nach Hause, weil das Gestalten dauert ja noch ein bisschen. Also brauche ja noch Zeit. Dann wäre das nicht gestalten, sondern halt das Holz bauen, das Holz zurechten. Hm? Ist nur halt die Frage, ob wir jetzt schon die volle Zahl haben, die wir brauchen. So, hier. Ja, haben wir, sehr gut. Sagen wir da nie. Dann wollen wir mal. Ich glaube, ich packe dich jetzt erstmal hier neben dem Museum. Bam, 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 bam. Obwohl das gerade ein Sekt, das geht gerade mit. Dann kommst du hier oben erstmal zu uns. Das ist mein Haus, das ist wunderschön. Keine Bäume. Ja. Da kannst du dir noch eine Chance haben. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens... Entschuldigung. Gut, sie will den Shop bauen. Wir machen Building Mode, weil wir brauchen ja erstmal für sie wieder ein Dings. Princess Rock. Oh, oh. So, was möchte sie denn haben? Ein Spirit of Deco Shop. Ja, den muss ich ja erstmal aufmachen, ne? Patchwork Carpet, ein Bookshelf und Quality Share. Okay. Moment. Spirited Battle. Nein. Aber zumindest Bookshelf kann ich dir schon mal geben. Ein Patchwork Carpet haben wir auch noch nicht, ne? Nein. Also ein Wallpaper. Aber nope, haben wir nicht. Aber wir haben für... Ah ne, das ist ja... Er will ja das Heldenbett haben. Wer wollte denn das Oceanbett noch haben? Sie möchte das Teacup-Bett, ja. Wer wollte denn nochmal... Gab es nicht noch jemanden, der das Oceanbett haben wollte? Ship's Hall Wallpaper. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht, ne? Ich guck mal nach. Ich kann mir nicht alles merken. Nö. Kein Chips-Hole-Paper. I'm sorry.
Doch, er wollte das Ocean Bed. Ach, das war Adventurous Share. Ah, okay. Dann Building Mode. So. Und dann... Falsch. So, jeder normale hier. Und damit haben wir jede Seite voll. Skywood Pro Play Park. Over 20 miles away from Lumbermill. Okay, er will weit entfernt von der Mühle sein. Ne, von der Dings. Hm. Können wir dich gleich umsetzen, habe ich kein Problem mit. Habe ich das Blue Sky Dings nicht eigentlich schon? Doch, wollte gerade sagen. Das haben wir jetzt auch schon. Cobalt Table Fish Tank Aqua Lamp. Cobalt Table Fish Lamp. Cobalt Table. Ja, haben wir auch. Cobalt Table. Na, wir haben nur Tranquil Lamp. Lamp, Tranquil Lamp. Ne. Sonst nichts. Gut, dann müssen wir dort mal ein bisschen umziehen lassen hier. Ich fange mir mal erstmal das Würmchen hier hinten. Sag mal. So, das Problem ist nämlich, dass wir sonst... So, komm mal her. So, dann wohnst du jetzt ganz weit entfernt davon. Verkackeiern. Jetzt muss ich den Shop hier noch irgendwo hinpacken. Das macht meine ganze Dings kaputt. Meine ganze Einkaufsdings da oben. Weil er jetzt so entfernt von der Lumbermill wohnen will. Warte mal, ich mach das mal anders. So. Will denn hier oben hinpassen? Das sieht aber ein bisschen bescheuert aus, muss ich ehrlich gestehen sagen. So. Guck mal, wenn ich dann den hier hinstelle. So. Er wohnt ja trotzdem noch in der Nähe vom Coffee Shop. Dann können wir nämlich Buxi nehmen. Der wohnt dann hier. Und dann nehmen wir so, gucken wir mal, ob das jetzt reicht. Nö. Ich hasse dich da unten. So, Lumbermill. Lumbermill ist ja relativ klein noch, also das könnten wir ja noch irgendwo hin. Können wir doch hier hinpacken, oder? Guck mal, packen das hier so hin. Aber erstmal muss ich da den Weg hinbauen. Deswegen platzieren wir dich jetzt mal ganz kurz woanders. So, Moment.
Flora, Dirt. So. Das sollte ja reichen. So. Es gab jetzt bisher niemanden, der jetzt unbedingt in der Nähe von der Lumbermill wohnen wollte, ne? Genau, können wir die Schmiede noch mal ein bisschen umstellen. Gut. Mann, ey, mit diesen Sonderwünsche, weißt du? Sehr schön. Ich wollte mal so ein bisschen die Natur hier beseitigen. Weil ich würde gerne ein bisschen umbauen. So. Genau. Nein, ich bin noch nicht fertig. Weil dann will ich nämlich das Haus hier hin eher packen. Immer diese Natur. Natur, geh weg. Genau, dann würde ich nämlich die Schmiede weiter hier oben hinpacken, weil dann können wir so ein bisschen Platz auch machen für eventuell neue Sachen. So, Elevate, Elevate. Das geht leider nicht. Hier könnten wir es hinmachen. Nein. Floor, Dirt. So, richtig. Dann Destroy. Destroy. Elevate. So. Das Haus von Ash können wir dann hier packen. Dann können wir erstmal die Wege gucken. Das ist alles total hier durcheinander. Das war jetzt nicht mein Plan. Destroy Bird. Es tut mir leid, Vogel. So, jetzt muss ich erstmal wieder elevaten hier. Danke. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann haben wir ein bisschen Platz wieder. Das gefällt mir. So, wir haben noch ein bisschen Energie. Das wollen wir ja mal nicht wasten. Wasten. Und wir haben auch schon fast wieder 30 Minuten vor, sehe ich gerade. Prost Mahlzeit. Wenn wir mal so ein bisschen auf die Zeit achten. So. Ach, komm her hier. Und wir sind K.O. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich bin in die Folge für heute. Ja, schmeißt mal einen Daumen auf mein Video, auf das Video. Denkt daran auch zu abonnieren. Ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir vielleicht sogar Mels neuen Shop bauen können. Und bis dahin, ciao, ciao.